und herzlich willkommen. Ich bin heute auf der Fitnessmeile an der Spree und ich habe mir Alex dazu eingeladen. Wir wollen hier ein paar Übungen zeigen. Alex, was gefällt dir besonders gut an der Fitnessmeile? Ja, sie ist im Grün gelegen, für jedermann leicht erreichbar und sie bietet jede Menge Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen. Und die größten Trümpfe, es gibt eigentlich nur zwei Hindernisse, um hier Sport zu treiben. Einmal Schlechtwetter und den inneren Schweinehund. Den helfen wir Ihnen zu überwinden. Wir wollen Ihnen heute Übungen zeigen für die Armkraft und für die Beinkraft. Für die erste Übung begeben wir uns in eine leichte Vorlage. Die Arme sind erstmal lang, die Füße sind hüftbreit geöffnet. Und jetzt werden die Arme gebeugt. Arme beugen und wieder strecken. Dabei den Bauch richtig gut angespannt lassen. Beugen und schön strecken. So, los geht's. Also den Bauch gut gespannt. Die Arme beugen und wieder strecken. Ganz gleichmäßig beugen und strecken. Wichtig ist auch, dass die Nackenmuskulatur langgezogen wird. Das heißt, die Halswirbelsäule ist langisch. Genau. Ruhig weiteratmen ist ganz wichtig. Aber so sieht es klasse aus, Alex. Weiter so. Beugen und wieder strecken. Und viermal noch. Vier und drei. Und zwei und eins. Bei der zweiten Übung hängen wir uns hier rein. Die Beine bleiben erstmal lang, die Arme sind lang und jetzt werden die Beine gebeugt. Also Kniebeuge. Auch hier den Bauch festlassen und jeder geht nur so tief in die Kniebeuge, wie es für seine Knie gut ist. So, los geht's. Also die Arme lang lassen, die Knie schön beugen und wieder hochkommen. Genau, das kann man natürlich variieren, ob man tiefer geht oder ganz zügig durcharbeiten. Genau, man kann natürlich auch etwas höher bleiben. Alex, zeig's mal, wenn man nicht ganz so tief geht, nur so bis zur Hälfte. Auch das ist natürlich möglich, aber es ist durchaus völlig in Ordnung, bis ganz runter zu gehen. Also wieder ganz nach unten, die Fersen bleiben auf dem Boden. Und wieder hochziehen, genau. Auch hier wieder ganz gleichmäßig arbeiten. Und ruhig atmen dabei. Sehr schön, und noch viermal. Vier und wieder heben. Drei und zwei. Und einmal noch. Wir begeben uns noch einmal in diese Ausgangsposition. Wir hängen also, die Arme sind wieder lang. Und jetzt wollen wir kleine Klimmzüge machen. Wichtig, Bauchspannung, Rumpf lang und dann schön hochziehen und wieder lösen. Ziehen und wieder lösen. Los geht's, wieder Bauchspannung herstellen, schön lang bleiben und beugen und wieder tief. Genau, schön ziehen und wieder tief. Auch hier wieder gleichmäßig arbeiten. Wichtig, sich nicht nach hinten fallen lassen, sondern wirklich langsam nachgeben mit der Muskulatur. So ist es genau richtig. Noch viermal. Vier und drei und zwei und eins. Und Alex zeigt jetzt noch mal eine Variante, die intensiver ist, nämlich einarmig. Ganz wichtig, dann nicht zu kippen im Rumpf. Und los geht's. Und schön ziehen, genau. Für alle die, die es etwas schwerer haben wollen, ist diese einarmige Variante gedacht. Und Dankeschön. Bei unserer nächsten Übung wird der Trizeps trainiert. Dazu hinhocken, gut, hier, und dann die Arme beugen und wieder strecken. Beugen und wieder strecken. Recht schwierige Übung. Aufpassen, die Schultern festlassen.
So, schön wieder aufrichten, Beine fest in den Boden drücken und jetzt geht's los. Arme beugen und wieder hochschieben. Genau, beugen und hochschieben. Sehr gut sieht das aus. Hopp. Immer schön alles muskulär abfangen, nicht durchsacken lassen, aber das macht Alex sehr gut. Tief und wieder schön hochdrücken. Und viermal noch. Vier und drei und zwei und eins. Geschafft. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Alex. Was denkst du denn, ob man diese Übungen, die ja dieses Mal recht schwierig waren, auch Leuten empfehlen kann? Man kann sie jedem empfehlen, weil jeder frei nach seinen Möglichkeiten, Bedürfnissen und Befindlichkeiten in der Lage ist, hier die Identität selbst zu gestalten und damit für sich den besten Effekt zu erzielen. Genau, denn auf diesen Schildern ist auch ganz klar aufgezeichnet, dass man verschiedene Intensitäten trainieren kann. Ich hoffe, dass wir Ihnen diese Fitnessmeile etwas näher gebracht haben. Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie fit und gesund.